Hallo Freunde, heute zeige ich euch mein Arm- und Schultertraining. Was ich an dieser Stelle sagen kann, ist, dass meine Schultern zu meinen Schwachstellen gehören und ich sie deshalb mehrmals die Woche trainiere. Das bedeutet lediglich, dass ich sie zweimal leicht trainiere mit einem niedrigen Volumen und einmal schwer. Also seht euch das Video einfach mal an. Erstmal eine kurze Anmerkung dazu, damit ihr versteht, wieso ich die Arme auf diese Art und Weise trainiere. Als ich angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, habe ich Brust, Bizeps trainiert und Rücken, Trizeps, was ich aber nach einigen Jahren nicht mehr gemacht habe. Ganz einfach aus dem Grund, da ich meinen Armen einfach mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen wollte und sie deshalb einfach separat von den großen Muskelgruppen trainieren wollte. Im Gegensatz zu dem klassischen Trizeps-Bizeps-Supersätzen mache ich, wie ihr sehen konntet, drei Supersätze Trizepsübungen und zwei Supersätze Bizepsübungen. Ein Fehler, den viele Anfänger halt machen, ist, dass man den Bizeps mehr trainiert als den Trizeps. Dabei nimmt der Trizeps zwei Drittel des Armes ein und deswegen sollte man den auch mit mehr Volumen trainieren als den Bizeps selber. Bei den Trizepsübungen habe ich jeweils 8 Wiederholungen gemacht und habe das Gewicht bei jedem Satz erhöht. Bei Bizeps Curls bevorzuge ich vor allen Dingen die SZ-Stange, weil sie im Gegensatz zu einer Langhantel nicht so einen starken Druck auf die Handgelenke ausübt. Dazu im Supersatz Bizeps Curls mit Kurzhanteln und Hammer Curls, so viele es geht bis zur Erschöpfung. Hier seht ihr nochmal in Zeitlupe, wie die Hantel gegriffen wird und wie ihr die Ausführung machen solltet. Dabei solltet ihr darauf achten, dass eure Oberarme möglichst nah am Oberkörper gehalten werden. Dazu, so gut es geht, möglichst wenig Schwung aus den Armen nehmen und darauf achten, dass ihr euren Rücken nicht zu sehr nach hinten lehnt. Das sind jetzt lediglich 17,5 Kilogramm, was nicht wirklich viel ist, aber da mein Bizeps kraftmäßig nicht wirklich stark ist, schaffe ich da auch nicht sehr viele Wiederholungen, geschweige denn ein hohes Gewicht. Deshalb achte ich einfach darauf, dass ich die Übung möglichst sauber ausführe, was nicht immer klappt. Und dass ich ein hohes Volumen anpeile. So, danach wechsle ich wieder über zu den Trizepsübungen und mache einfach Trizepsdrücken über Kopf und dazu im Wechsel Trizepsdrücken am Seilzug. Besonders bei den Trizepsübungen, die ihr am Seil macht, ganz egal in welcher Variante, solltet ihr darauf achten, dass eure Arme, sobald sie zurückgehen, höchstens einen 90-Grad-Winkel ergeben und dass immer Spannung auf den Armen bleibt. Für diese Übung hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr eure Handgelenke in dem Moment, in dem ihr die Arme ausstreckt, noch ein wenig nach außen drückt, erzeugt ihr noch eine stärkere Kontraktion im Trizeps. Diese Übung erfordert auch ein wenig Übung und vor allem Koordination, damit man sie fast perfekt hinbekommt. Sobald das Gewicht zu schwer wird, kann es sein, dass man die Übung sehr wackelig ausführt. Dann solltet ihr das Gewicht einfach wieder senken, nur um die Übung nochmal vernünftig auszuführen. Bei dieser Art von Bizeps Curls hat man lediglich einen kleinen Bewegungsradius und hält die Arme immer auf Spannung. Sie gehen also nicht komplett runter. Dazu Supersätze mit SZ-Curls, aber mit umgedrehten Händen. Die Handflächen zeigen also zum Boden. Diese Übung ist aus dem Grund praktisch, da sie die Unterarme auch beansprucht. Wenn man die Handflächen nämlich nach oben hält, werden die Unterarme nicht so stark beansprucht, wie ich vorhin bei der Übung davor gezeigt habe. Auch hier wieder darauf achten, dass die Oberarme möglichst nah am Oberkörper gehalten werden. Das war es auch erstmal mit dem Armtraining. Kommen wir nun zum Schultertraining. Also wie ich schon mal gesagt, Schultern sind meiner Meinung nach einzige Schwachstelle. Ich habe aus diesem Grund schon bereits sehr viele Schultern ausprobiert, aber sie wachsen halt nicht so stark wie meine anderen Muskelgruppen. Deshalb probiere ich einfach sehr viel aus. An den Tagen, an denen ich die Schulter mit einem leichten Volumen trainiere, trainiere ich sie immer im Supersatz. Die erste Übung
war eine Mischung aus Schulterdrücken und Squat Press. Im Supersatz dazu Seitheben bzw. Schulterheben. Wenn ihr stark genug seid, könnt ihr selbstverständlich wesentlich mehr Gewicht nehmen beim Schulterheben, was ich früher auch gemacht habe. Aber das hat mir nicht wirklich viel gebracht, außer Schmerzen in den Schultern. Daher trainiere ich die Schultern lieber mit leichteren Gewichten. Beim Seitheben sollte man darauf achten, dass man mit den Schultern nicht zu weit zurückgeht und dass man die Hanteln, sobald man mit den Armen oben ist, mit der Außenseite nach oben dreht, um noch einen stärkeren Druck auf die Schulter auszuüben. Die nächste Übung ist Nackenziehen mit einer SZ-Stange und die ist halt sehr vorteilhaft, da man mehrere Muskelgruppen damit beansprucht. Einmal die seitlichen Schultern und den Trapezmuskel. Im Wechsel dazu mache ich noch Schulterdrücken mit der SZ-Stange. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, dass ich gar nicht so wirklich weiß, ob das, was ich mit den Schultern mache, wirklich was bringt. Ich erziele schon leichte Erfolge damit, aber das hat natürlich noch viel mit Genetik zu tun, wie gut die Muskelpartien ausgebildet werden. Wie ihr gesehen habt, mein Armtraining ist nichts Spektakuläres und trotzdem wachsen sie viel stärker als zum Beispiel meine Schultern, obwohl ich für die Schultern an anderen Tagen viel mehr mache. Ich meine, jeder von uns hat irgendwelche Schwachstellen und versucht sie auf bestmöglichste Art zu trainieren. Und man muss einfach vieles ausprobieren, um dann etwas für sich herauszufinden und zu wissen, was klappt und was halt nicht klappt. Was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass schweres Training für die Schultern nichts hilft und es nur Probleme bringt. Und ich stattdessen lieber viele Variationen ins Schultertraining bringen sollte. Hier seht ihr nochmal, dass es ja immerhin etwas gebracht hat und wie sich meine Schulter im letzten Jahr verändert hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen hoch und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal.